Hallo, ihr sexy Buschnattern. Alles klar bei euch? Bei mir auch. Herzlich willkommen zu Beyond Two Souls. Ich hatte auf diesem Channel schon mal mit einem Kumpel so ein bisschen dieses Spiel angezockt, einfach nur just for fun. Wir haben nicht wirklich großartige. Soll ich sagen, wir haben das nicht wirklich großartig ernst genommen, also auf keinen Fall. Und jetzt wollte ich einfach nochmal dieses Spiel mit euch zusammen erleben. Ich habe es nicht vorher durchgespielt, ich weiß nur bis zu einem bestimmten Punkt, wie es läuft. Und ich habe ja auch gehört, dass je nachdem, was man für Entscheidungen trifft, sich die Spielerfahrung auch etwas verändern soll. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber egal. Also, wir hatten momentan viel Fallout 3 auf dem Channel und keine Sorge, Pokémon ist auch noch nicht vorbei und vergessen. Ich werde mich immer noch an Blue Kaizo versuchen, auch in Englisch, auch wenn es manchen von euch vielleicht nicht gefällt. Aber wie dem auch sei, kack drauf. Wir fangen jetzt ein neues Spiel an und ich hoffe, euch wird es genauso sehr gefallen, wie mir der offene Mund von Alan Page gefällt. Mach den Mund zu. Mach den Mund zu. Okay, los geht's. Start einer neuen Story durch den vorher gespeicherten Spielstand, wenn sie fortfahren. Ehrlich? Das ist ja lame. Gut. Dann tauchen wir mal ein. In die Welt von Ellen Page und William Dafoe. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie allein am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey. Hi. Sie reden nicht viel, was? Doch, nur nicht mit dir. Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. Du sollst auch nicht für mich tun. Du bist Polizist, du bist böse. So kommen wir nicht weiter. Nicht den Kopf anfassen. Fass mich nicht an. Ist die neu? Ja. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Uiuiui. Ich weiß nicht, ob mir die Glatze bei ihr gefällt. Mit kurzen Haaren sind normalerweise recht süß, ne? Aber. Naja. Mal sehen, was hier Moment, mit der SWAT-Einheit passiert. Die heute reinkam. Wo ist sie? Boah, und die wirklich so viele Leute für dieses eine Mädchen? Sweat. Mach die Tür auf für Sweat. Ich
Ich habe mir nur eine zweite Kaffeetasse geholt. Okay. Oh Mann. Reden lernen muss auch gelernt sein. Uiuiuiui. Und du, was du? Du bist noch. Ja, der ist der Einzige, der noch steht, natürlich, der. Pädophiler Polizist. Nein. Er hat unsere Nahbeamte angefasst. Sonst hätte seine zweite Kaffeetasse dran glauben müssen. Das Experiment. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ich bin noch nicht fertig. Ich will weiter mit meinem roten Ford und Heidi Klum spielen. Bitte. Ja. Nein. So. Falscher Stick. Mhm. Aha. So. Habt ihr mein Zimmer also eingerichtet? Das, viele tolle kleine Kleidchen. Eine Heidi Klum. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Oh, Scheiße. Mein erster schwarzer Doktor hat mich so lange mit der Barbie spielen lassen, wie ich wollte. Jetzt bist du ja noch hier. Okay. Scheint wohl nichts Aufregendes hier zu sein, also. Aha. Oh, geil! Ein ganzer Stollenbrot. Wie geil. Darf ich? Kann ich nicht. Ich kann nicht mit ihm interagieren. Okay. Aber mit dem. Yep. Mit dem Bildchen. Das ist gar nicht gruselig. Ich scheine mich hier wohl irgendwie. Ich sehe die ganzen Videokameras. Ich scheine mich irgendwie wohl in der Anstalt zu befinden. Beziehungsweise. Jody, Plody, Vody oder wie sie heißt. Auf jeden Fall läuft hier Fernsehen. Das ist cool. Mein Lieblingshobby. 12 Stunden am Tag. Okay. Los jetzt, Jody. Alle Menschen werden zu komischen Tiermutationen. Das sieht mir aus wie ein Disney-Film. Viel Sinn. Aber wundervollen Handlung. Was hat sie denn für Füße, Alter? Elefantenbeine? Ich bin so alleine. Niemand will mit meinem Fuchsschwanz kuscheln. Doch, ich bin da für dich. Blackie. Der liebe, jedoch etwas gefühlslose Fuchs. Mit einer harten Schale, aber einen weichen Kern. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man zu den Wolken geht, kommt, bla. Und jetzt sind wir irgendwo anders beim Schloss. Und ich glaube, keiner hat bis jetzt so lange bei dieser Sequenz gesessen und hat diesen komplett sinnfreien Cartoon kommentiert. Los jetzt, Jody. Nein, klappe jetzt. Ich gucke jetzt Fernsehen. Weil deswegen macht man LPs. So müssen Videospiele sein, die ganze Zeit sitzen und nicht mitmachen. Nicht Teil der Handlung sein, nicht Teil des Geschehens, einfach nur kicken. Ich habe irgendwie einen lilanen Dildo bekommen und die beiden Spinner lachen sich darüber kaputt.
Ich bin auf jeden Fall... Oh ja. Nur weil ich schwarz bin, werde ich gejagt. Aber ich lenke die Wachen ab, damit sich Fuchsi McFuchs vorbeischleichen kann. Okay, ja, das macht ganz viel... Wow, okay. Ja. Okay. Ja, alles klar. Ich habe genug gesehen von dem Scheiß, also... Das ist wirklich kein RTL-Qualitätsfernsehen hier. Okay, Nathan wartet auf uns. Ja, aber ich guck mich hier lieber noch ein bisschen um. Mal sehen, was du hier so machst. Aha. Du beobachtest mich also 24 Stunden am Tag? Damit kann ich leben. Da habe ich kein Problem mit. Siehst du, wie ich mich umziehe, wie ich mich ausziehe. Ich bin ja auch schon 4-5 Jahre alt. Kann ich jetzt hier... So. Oh Gott, die ganzen Jungs gucken mir auch noch zu. Best bin ich hier Big Brother Junior Edition oder was? Meine Fresse. Hallo meine Süße, du siehst hübsch aus heute. Ja, du nicht. Am Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Wir sind da. Kann man wohl sagen. Mann, was für eine interessante Unterhaltung. Am Wochenende soll es regnen. Ja, es regnet relativ viel. Kann man wohl sagen. Was? Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Ja, Phil, ja. Ist die coolste Sau im ganzen Spannerclub hier, oder was das ist. Hey, Julie. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Das ist keine Stimme, die zu einem achtjährigen, naja, fünfjährigen Mädchen passen würde. Ich setz mich hier mal hin. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Oh, oh, oh. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Ja, die Prinzessin von Berlin Tag und Nacht vielleicht. Sieht bescheuert aus. Dafür werden sie alle noch bezahlen. Hey Jody, kannst du mich hören? Nein. Copy. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Klar, Mann, ich bin Houdini. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Oh, cool. Ich bin Kaspar, das kleine Gespenst. Baby, Kasper, das kleine Gespenst. Mann, war das jetzt überraschend. Ich habe also einen gespenstischen Gespensterfreund. Cool. Ich und Aiden, wir sind eins. Ja, ich weiß schon, wie der heißt. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon etwas angespielt mit meinem Kollegen. Das könnt ihr auch auf meinem Channel sehen. Blablabla, habe ich alles schon gesagt. Jetzt beweg dich mal hier hoch. Meine Fresse. Kann ich nicht sehen, so, der Stern ist das. Ja, das ist ein Stern. Ich wollte schon sagen, Herz. Mann, wäre das peinlich gewesen. Bla bla bla. Ja, Stern. Nächste Karte. Immer muss ich alles alleine machen. Ich werde dich jetzt bespannen. Moment, ey. Och, nein, ich will nicht in die... Nein, ich will auch nicht. Ich will ihr... Würde ihr gerne... Ah, diese Steuerung von dem Dick ist relativ gewöhnungsbedürftig. Nicht über die Schulter gucken. Ich weiß, dass das ein Viereck ist. Ich hab's gesehen, Leute. Ach, hier. Was würdet ihr sagen? Bs, Cs? Vielleicht sogar Ds? Naja. Seid doch ehrlich. Wenn ihr ein Geist wärt, würdet ihr es auch tun.
Auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt hier fertig.